Melbourne ist faszinierend und zählt zu den sogenannten 10 lebenswertesten Städten der Welt. Die 3,6 Millionen Einwohner zählende Metropole ist auch Hauptstadt des Bundesstaates Victoria und die zweitgrößte Stadt Australiens. Melbourne liegt direkt am Meer im Süden Australiens. Auch wenn es bis zur Antarktis nur noch 3000 Kilometer sind, kann es hier im Sommer durchaus über 35 Grad heiß werden. Hier in der Bildmitte sieht man den Albert Park Lake. Um ihn herum findet jedes Jahr im März der große Preis von Australien in der Formel 1 statt. Ein anderes großes Ereignis sind die Australian Open im Tennis. Auch wenn Melbourne in etwa so groß ist wie Berlin, ist der eigentliche Stadtkern durchaus überschaubar und fußläufig zu erkunden. Viele Sehenswürdigkeiten befinden sich in diesem Bereich. Empfehlenswert ist die City Circle Tram, mit der man kostenlos um das ganze Stadtzentrum herumfahren kann. Alte viktorianische Gebäude und moderne Wolkenkratzer aus Stahl und Glas erzeugen in den schachbrettförmig angelegten Straßen der Innenstadt durchaus eine europäische Mischung. Hier befinden wir uns im Regierungsviertel mit den wunderschönen Parkanlagen Treasury Gardens und den direkt angrenzenden Fitzroy Gardens, wohlgemerkt direkt im Stadtzentrum. Hier in den grünen Fitzroy Gardens, östlich des Parlaments, geht es im Vergleich zur hektischen City angenehm ruhig zu. Captain Cook's Cottage, sein 1755 erbautes Wohnhaus, wurde 1934 vom englischen Yorkshire in über 300 Kisten auf den fünften Kontinent geschickt und hier originalgetreu wieder aufgebaut. Es beherbergt eine kleine Ausstellung über den weitgereisten Entdecker. Hier an der Little Collins Street kommt man nach Chinatown. Das wirkt allerdings im Vergleich zu anderen Metropolen nicht so authentisch. Eine der Haupteinkaufsstraßen ist The Mall. Hier findet man alles Erdenkliche. Auch die großen Shopping-Center befinden sich in diesem Bereich. Es empfiehlt sich auch eine gemütliche Straßenbahnfahrt in die angrenzenden Stadtteile.
Vom Central Business District gelangt man über die geschwungene Princess Bridge zum südlichen Yarra-Ufer. Die in den 90er Jahren neu gestaltete Uferpromenade South Bank lädt mit Unterhaltungs-, Hotel- und Einkaufskomplexen zum Bummeln ein. Abends müssen hungrige Mägen hier nicht lange suchen. Melbournes multiethnische Gesellschaft sorgt für kulinarische Vielfalt. Mit mehr als 3000 Restaurants ist so gut wie jede Küche der Welt in der Stadt vertreten. Das größte australische Casino befindet sich auch hier. Also, Melbourne lohnt sich.